Ich freue mich so auf dieses Video, Leute. Ihr glaubt nicht. Hey Leute, was geht ab? Uff. Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es mal keinen Vlog, Leute. Wartet kurz, ich habe euch heute noch nicht geknüdelt. Also, das Video ist lang ersehnt, nicht nur von euch, sondern auch von mir. Yep. Ich habe mich von Pia inspirieren lassen. Vielleicht kennt ihr diese YouTuberin. Die bringt so oft Tinder-Videos. Ich finde es so cool. Die macht so viele Experimente. Ich habe auch schon ein Tinder-Experiment gemacht, wo ich ein extrem hässliches Profil von mir gemacht habe und mich dann ekliger dargestellt oder einfach real dargestellt habe. Einfach real, okay? So, was man eigentlich nicht hochladen würde. Infobox ist das Video mal verlinkt. Junge, mein Deutsch ist heute mal wieder grenadisch. Ich weiß nicht, ob ihr mir gerade folgen konntet. Und ob ihr mir schon auf Insta folgt. Ja, okay, nochmal, wartet. Cut. Heute werde ich auf Ernst machen. Ich werde richtig auf Ernst machen. Ich werde mir so ein Insta-Profil erstellen. Digga, was laber ich eigentlich? Ich werde mir ein Tinder-Profil erstellen, wie man sich normal ein Tinder-Profil erstellt. For real, Leute, ich mache richtig auf Ernst. Es ist trotzdem alles hier zur Unterhaltung, okay? Also, ich starte mal eine Bildschirmaufnahme, damit ihr auch alles sehen könnt. So, registrieren wir uns mal. Erstelle ein neues Konto. Okay, gib deine Handynummer ein. Die Handynummer wird aber nicht angezeigt, oder? Ach so, ich krieg nur eine SMS, glaube ich. Ich bin gespannt, Leute, ob es wirklich sexy Typen in meiner Nähe hat. Du wirst... Okay. Mein Name ist... Okay, warte, jetzt kann ich gleich mein Dingsprofil erstellen. Das Ding ist, ich denke so, Alter, alle, die auf Tinder chillen, die müssen doch übelst verzweifelt sein. Und das ist ja dann gar nicht so meins, aber ich melde mich da gerade selber an. Boah, ich habe gerade voll gerotzt. Hey Leute, sind die dann aber trotzdem so cool wie ich oder sind die dann wirklich verzweifelt? Weil ich bin ja auch cool. Okay, wisst ihr, was ich meine? Könnt ihr mir folgen auf Insta? Okay, mein Vorname ist... Ich mache Marcy. Mein Geburtstag ist der 10. Ups. 10.04.2000. Ich mache jetzt schon mal einen richtigen Namen, gell? Ich hoffe, ich bin eine Frau. Yep. Weiter. Meine Schule ist... Überspringen. Mein bestes Bild. Oh shit. Okay. Ich mache jetzt was Schönes. Ich mache nicht so was Ekliges. Ich nehme jetzt einfach mal ein Selfie. Ich glaube, ich kann dann auch da noch Bilder hinzufügen, glaube ich. Warum muss ich jetzt eine E-Mail-Adresse machen? Warte, die geht aber dann nicht an mein Management, oder? Das wäre übel peinlich. Einstellungen. Okay, Entfernungslimit mache ich auf. Der soll nicht weiter als 50 Kilometer von mir weg wohnen. Boah, wenn es meine Eltern sehen, Junge, cringe. Vielleicht findet man ja einen potenziellen Schwiegersohn. Altersgruppe. Okay, sagen wir 19 bis 25. Okay, komm, 26. Gib ihm. Kann ich da keine Bilder hochladen? Warum wird mir eine Tuss vorgeschlagen? Man kann so mit Insta verknüpfen. Aber das lasse ich, glaube ich. Ja, das ist cringe. Das bin ich. Ich bin so lustig. Ich feiere mich jetzt schon, okay. Jobbezeichnung. Selbstständig. Wie kann ich jetzt die Typen finden? Okay, Leute, jetzt wird geswiped, okay? Nope. Nope. Hm? 11 Kilometer entfernt ist der Gute. Oh Junge, warum rotze ich die ganze Zeit? Okay, nein. 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 Boah, diese App ist so oberflächlich. Junge, Junge. Oh, scheiße, den wollte ich... Fuck. Fuck. Der war... warum kann ich... Ah. Zurückholen. Scheiße, der ist doch nicht so... Die sind aber alle alt. Also, ich habe gemacht bis 26, die sind alle 25. Okay, ich mache jetzt erstmal ein paar Liken, ein paar nicht Liken und dann warte ich ein bisschen und dann schauen wir, ob da welche schreiben oder ob die matchen. Wahrscheinlich bin ich denen zu jung, oder? Nee, da sind echt viele nicht so geile dabei. Ranzig. Nee, der wohnt mir, glaube ich, auch zu weit weg. Nee. Boah, das ist so unsexy, wenn man sein Auto als Bild hochlädt, weil man... sich mit seinem Auto feiert. Uhu, Tier. Wer bist du? Nee. 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 Uff. Boah, ich hoffe, die sind aber cool und nicht so verzweifelt wie... ey, warte mal kurz. Nein, nein, nein. Also, okay. Ja, okay. Nein. Jonas, wie alt bist du denn? Siehst gar nicht mal so schlecht aus. Wo sind denn die ganzen Kennex? Nee. Was hatte der gerade? Der hat eine übelst eklige Bio. Aber
Der erste Kerneck. I like that. Zeig mal, wer bist du. Was? Wenn du denkst, dass ich fake bin, dann schreib nicht und lass deine Zeit verschwinden. Was ist das? Schon eine Schnitte. Wenn du denkst, dass ich fake bin, dann schreib nicht und lass deine Zeit verschwinden. Wohin verschwinden? Nein, den will ich nicht. Nee. Hey, das macht so Spaß, Leute. Yo, der lädt ein Bild mit seiner Freundin hoch. War wahrscheinlich. Ah nee, da steht Big Brother. Oha, der schreibt, Menschen, die volljährig sind und City-Roller fahren, haben die Kontrolle über ihr Leben verloren oder die es nie gehabt. Was? Bitte keine drei Schichten Contouring und Make-up-Bitches. Boy, bye, Alter. Nee, Mann. Nee. Gefällt mir nicht. Oh nein, Alter. Junge, warum laden manche Menschen sowas Komisches hoch? Ey, das ist. Auf manchen Bildern sehen die ganz anders aus als auf anderen Bildern. Zum Glück laden die viele Bilder hoch. Hat irgendjemand schon geschrieben von denen? Nur dieser André, den ich eigentlich gar nicht liken wollte. Hauptsache André schreibt mir um 15 Uhr guten Morgen. Scheiße, ich wollte das Video heute hochladen, aber die müssen sich doch auch alle erstmal noch melden. Leute, das dauert ewig, bis ich ein Match habe. Ich bin voll wählerisch. Die sind voll langweilig, Alter. Wie geht's? Was machst du so? Nee. Ich dachte, das wird voll cool. Der eine heißt wie mein Dad, der andere heißt wie mein Ex. Oh, und ich habe zwei sogar auf Tinder gefunden, die ich kenne. Scheiße. Warum konntest du nicht anders heißen? Ich drehe gerade das Tinder-Video. Ich komme dazu. Ui, Gerhard. Alter, der ist niemals 20. Dicke Arsch. Attackieren, attackieren. Okay. Ja, aber ganz ehrlich, manche Jungs schießen sich ein richtiges Eigentor. Also bei der, Alter, richtig Vorwärtsfolge. Weißt du, was ich bei mir als in der Bio habe? Jung, nicht pleite, verzweifelt. Das ist cool, oder? Das hab ich doch gerade. Das sieht aber gut aus. Pinguinlifter? Was ist das? Was ist Pinguinlifter? Okay. Aber er raucht. Minuspunkt. Echt? Ja. Scheiße, ich habe ihn schon geliked. Und Tinder ist so oberflächlich, Alter. Habe ich auch schon gesagt vorhin. Blond magst du nicht so. Du magst du nicht. Ich bin ein Typ, mit dem man sich über alle Themen und Dinge unterhalten kann. Habe zudem einen guten Sinn für Humor. Das sind die Besten, die selber zu sich Ich finde das so geil, Alter. Bin ein Typ, mit dem man sich über alle Themen und Dinge unterhalten kann. Habe zudem einen guten Sinn für Humor. Was ich geil finde, ist, wenn man sich so richtig Mühe gibt. So mit Emojis, der sich so richtig Gedanken macht, der will rausstechen. Ich bin ein liebevoller Mensch, mit dem man auch mal reden kann. Aber man bringt mich auch schnell mal auf die Palme. Das ist ein richtiger Spießer, okay? Hey, das ist attraktiv gerade. Nein! Nein, du so, oh. Ich dachte, ja, so, oh, nein, das ist so, nein. Das sieht aus wie diese Sandra. Also Fresh halt der Torge. Sascha? Fresh. Fresh halt der Torge. Der hat doch diese Sandra-Videos früher gemacht. Da ist ein Typ, der sieht aus wie Sandra. Du kannst es dir vielleicht nicht vorstellen. Gell? Beleidige mal deine Zuschauer. Hurensöhne. Nimm es zurück. Es tut mir leid. Du bist wirklich. Leute, hier gibt es einen Valentin, der ist 26, sieht echt gut aus, aber der heißt wie mein Dad, das geht gar nicht. Der hat so Gehirndinger, der hat eine Klatze, wenn man das so. Was hat der? Hat eine Klatze. Gehören was? Wie hält immer diese Ratsecken? Was? Egal. Du sagst bei jedem Nein bestimmt. Nein. Ja, okay, oha, der ist schon 26. Ich habe höchstens 26 eingestellt. Er ist Sporttherapeut, der gute Marvin. Ich habe erst einen Kenneck gesehen. Selbstständiger Unternehmer bei, das würde mich interessieren. Ich nutze Tinder als Erstkontakt und nicht, um endlos Nachrichten zu schreiben. Solltest du also kein Interesse an einen zeitnahen, realen Kontakt haben, dann schreib mich bitte nicht an. Für sinnlose Schreiberei ist mir einfach meine Lebenszeit zu kostbar. Aber auf Insta heißt er Your Crush. Ja moin, wahrscheinlich ist es er. Okay, nee. Alter. What the fuck? Ich glaube, ich beende das Video. Vielleicht kann ich ja noch mal ein Video machen, wo ich dann mit denen schreibe und so, wenn die mir auch mal antworten. I don't know. Ich kenne mich mit der App nicht so richtig aus. Gib mir auf jeden Fall einen Daumen runter. Abonnieren nicht vergessen, denn alle zwei Tage kommen auf diesem Kanal neue Videos und ich würde sagen, Mann, das konnte ich gar nicht richtig mit denen schreiben. Ich weiß gar nicht, ob das lustig für euch war. Die Jodas sind an der Blanche bleiben, wo kacken sie ja Leute für dich hat von mir geknüllt, außer die ekligen. Lächeln nicht vergessen, denn Lächeln ist gesund. Und wir sehen uns übermorgen wieder.
Love ya, bye.